unterm Strich hatten sie natürlich mehr Chancen, gerade hinten raus, aber trotzdem finde ich das Ergebnis dann echt brutal bitter für uns, weil das Spiel jetzt, sag ich mal, 65, 70 Minuten echt gut war. Natürlich ist es jetzt bitter, dass wir gegen Freiburg rausgeflogen sind, heute das Hinspiel deutlich verloren haben, aber trotzdem glaube ich, dass wir vom neuen Trainer noch sehr profitieren werden. Das ist natürlich absolut katastrophal für uns. Keine sehr gute Ausgangslage, müssen wir ganz ehrlich sein. Ja, ist ein bisschen schwierig zu analysieren, weil wir hatten auch schon Phasen im Spiel, wo wir eigentlich sehr zufrieden waren, außer natürlich, dass wir die Effektivität einfach missen lassen. Wir waren, haben kein Tor erzielt und dann ist das Spiel leider in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit dann in die andere Richtung gekippt. Obwohl nach der Halbzeit, glaube ich, haben alle gesehen, waren wir eigentlich kurz davor, den Ausgleich zu machen. Ja. Mit dem 2-0 haben wir so ein bisschen so für eine kurze Zeit den Faden verloren. Da hat City sich vielleicht auch den Sieg auf jeden Fall verdient. Die Höhe tut uns natürlich weh, da müssen wir ganz ehrlich sein.